Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie vom 27.02.2020. Ich hoffe, du hast meine neuen Sternzeichenlegungen schon gesehen. Ich fand, da sind ein paar sehr, sehr, sehr interessante dabei. Meine ist jetzt nicht so gut, aber alles wird gut. Nein, das darf ich nicht sagen, meine ist nicht so gut. Aber ich dachte, es würde im März ein bisschen leichter sein. Aber es verspricht ja leichter zu werden für uns alle. Also, machen wir schön brav weiter. Wie sich das gehört, für brave göttliche Wesen, wir lernen. Und am Freitag sollen wir Energien bekommen, indem wir ins Jetzt kommen, indem wir hier sind und erkennen, was wir nicht sehen wollen. Alle Verträge, Abmachungen, Übereinkommen mit Handschlag, Verabredungen, also ganz lapidar dahingesagte Verabredungen, Übereinkommen oder wirklich schriftliche Verträge, alles ist da drin enthalten. Und die sollten wir uns jetzt mal anschauen, die wir nicht genau gesehen haben, denn wir haben da wahrscheinlich was abgemacht, wo wir wirklich Spaß haben dürfen. Das haben wir bloß vergessen oder sehen wir nicht mehr. Diese Verträge, diese Abmachung haben wir einfach nicht mehr auf dem Schirm. Und darum sagen uns die Energien heute, hallo, schaut mal, ihr habt auch sehr positive Verträge, die auch sagen, ihr dürft feiern, Spaß, Musik, Sport, Hobby und keine Ahnung, was alles haben, was Spaß macht. Und das sollte man jetzt mal anschauen. Da sollte man sich mal dran erinnern, durch diesen Nebel blicken. Denn jetzt ist gerade die Zeit der Angst und darum sehen wir das nicht mehr. Und durch diese Angst wird diese Verträge manipuliert. Das heißt, wir werden manipuliert im Hier und Jetzt. Das wäre das Schöne, wo wir ja auch ein Anrecht drauf haben, weil wenn ich einen Vertrag schließe, habe ich ein Anrecht auf Erfüllung, wir einfach nicht mehr sehen, nicht mehr hinsehen. Denn wenn wir hinsehen, würden wir sehen, wir sind Partner. Also wenn ich einen Vertrag schließe, bin ich ja, mache ich ja etwas mit einem Partner aus und wir sind auch Partner von Musik, Spiel und Freude und das wir alle. Miteinander, füreinander. Und dafür ist heute die Energie da, da mal wieder hinzusehen, was wir jetzt vor lauter Angst und Manipulation nicht mehr tun, dass wir Partner sind, wir alle Menschen, und wir ein Anrecht auf Spaß, Freude, Glück und so weiter haben. Und da will uns die Energie heute aufwecken. Und da schätze ich mal, ja, kommt ganz viel von oben. Also ich nehme dieses Online jetzt mal als Energiehilfe, sage ich jetzt einfach mal, dass wir hier im Fokus kriegen, dass wir da nicht mehr hingucken, dass wir nur noch manipulierte Angst leben. Und wenn wir den Fokus darauf setzen und das erkennen, kommen wir wieder hier hinein. Sagt er dann, dann kommt, geht's voran und wir haben dann auf einmal wieder Spaß, weil wir natürlich ein Anrecht drauf haben. Das ist eine Entwicklung, das heißt, es geht nicht von heute auf morgen bei allen Menschen, aber die Energie ist so, dass jeden Menschen jetzt mehr oder weniger, früher oder später bewusst wird, dass wir nur noch in einer manipulierten Angst sind und dass wir das, was wir wirklich sind, das, wo wir auch Anrecht drauf haben, überhaupt nicht mehr sehen. Das ist die Energie, die fängt jetzt an, dass sich alle Menschen, ich sage jetzt mal alle, weil ich es mir wünsche, sich in der Richtung entwickeln und da mal hinsehen und durch dieses Hinsehen erkennen, die Karte kommt dann weg, weil sie es dann erkennen, dass sie hier Menschen sind, die verbunden sind in Liebe, Glück und Freude. Und vor allem in der Freude, weil das ist diese Karte der absoluten Freude, der Feier, des Spaßes, des Musik und des Spiels. Und wenn sie das viel genug erkennen, kommen wir auch da wieder hinein. Und da fängt heute die Energie an, die hier online heißt. Natürlich kann ich sagen, du hast auch viel Spaß und Freude online.
Aber viel schöner ist es, also bis jetzt hattest du es online, du hast dich dein ganzes Leben aufs Online verlegt, weil wir ja nichts dürfen und jetzt erkennst du, nein, wir dürfen auch wieder rausgehen. Kann natürlich genauso sein. Ich sehe es natürlich gern als Energie, dass alle das erkennen, weil nicht alle sind online. Aber für den einen oder anderen stimmt, der eine war nur noch online und nur noch in Skype und schieß mich tot und erkennt jetzt, nein, ich darf wieder raus. Ich soll raus, ich will raus, ich darf raus, weil ich ein Mensch bin und keine Person und kein Lakai und Sklave der Regierung. Ich darf hier wieder Mensch sein. Und das hier ist egal in was. Ist egal, welcher Vertrag, welche Abmachung du hast, die bringt dich hier in irgendwelche Ängste. Die sind manipuliert, die sind absichtlich manipuliert. Und wenn du da genau hinschaust, siehst du, nein, in dem Vertrag steht auch noch ganz was anderes. Schöne Energie, gefällt mir sehr gut. Wenn du nur online warst, komm, schau, dass du einen Hintern hochkriegst und rausgehst, wieder Spaß hast mit Menschen. Das Wetter ist schön, auch wenn sie uns voll sprühen. Aber alles lassen wir uns nicht nehmen. Eine Sache der Entwicklung, wir werden sehen, dass es genau so geht. Da bin ich sehr überzeugt davon und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Habe dir.